Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal wieder ein Unboxing. Da so lange keine neuen Messer, keine was weiß ich was gekommen sind, keine Feuerzeuge, obwohl habe ich schon mal Feuerzeuge gehört. Ich glaube nicht, aber keine. Gesundheit. Okay, da keine Musikboxen gekommen sind, ja. Stelle ich euch heute mal ein Herberts Messer vor. Herberts ist eine sehr gute Marke. Ja, ich habe gehört, das ist so eine Nebenfirma von Haller, also von meinem Tantuswert, dass der auch von Haller. Oder ja, ich weiß es nicht, also ja. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was wisst. Also diese Woche leider kein Experiment, dafür wird nächste Woche ein neues, also eine neue Experimentenreihe auf meinem Kanal erscheinen. Nächste Woche, also am Donnerstag, schaltet ein. Oder ein anderes Experiment. Also, ich kann euch nicht versprechen, auf jeden Fall irgendein Experiment wird da erscheinen. Und zwar, da werde ich mich dann wirklich anstrengen. Ein sehr cooles Experiment wird da kommen. Ja, jetzt mal genug gequatscht. Und zwar packen wir jetzt erstmal das Herbertsmesser hier aus. Upsi. Link ist natürlich in der Beschreibung. Ist ja ganz selbstverständlich. Diese Verpackungen finde ich sehr cool eigentlich. Die kann man behalten. Ich behalte sie auch immer. Ja, tun wir das Papier mal weg. Das Herbertsmesser hier. Hier sieht es aus so. Also, das hier ist das Plastik. Genau hier. Seht ihr das? Ja, krasses Teil. Habe ich noch gar nicht gesehen. Diesen Rainbow-Look, klar, ich habe auch andere Rainbow-Messer wie mein... Moment, ich hole es mal ganz kurz. Oh, wo habe ich es denn? Ah, hier habe ich hier mein, Stiletto Rainbow-Springmesser von TechForce. Tactical Rescue Outdoor. Finde ich auch sehr nice. Springmesser halt. Das Messer hier ist übrigens kein Springmesser. Und zwar ist das ein Pinmesser hier. Man öffnet es mit einem Pin. Die auf der Klinge steht dann oben. Hier. Herberts Schuhe. 420er Stahl. Stainless Steel, soweit ich weiß. Hier habe ich die Klinge schon ein bisschen kaputt gemacht. Also nicht kaputt gemacht, sondern versifft wegen Pakete öffnen und so. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja. Mein Freund, der Fokus und ich, wir mögen uns. Ja. So. Natürlich kann man das Messer auch schnell öffnen, also so. Oder ja. So wie ein Springmesser halt, aber ich bevorzuge. Oder man kann es schön langsam mit Gefühl aufmachen. Ja, krankes Teil. Hier übrigens, seht ihr hier, also das hier aus Plastik, das aus Metall. Sieht sehr cool aus, sieht ein bisschen asiatisch aus, wie ich finde. Aber wie ihr seht, das hat hier so eine Handrifflung und da kann man wirklich perfekt die Hand reinlegen. Da rutscht nichts weg. Egal ob man auf etwas einstechen will oder was weiß ich was. Es ist wirklich sehr gut, liegt sehr gut in der Hand. Das hier liegt ja schon wunderbar in der Hand. Aber das hier ist nochmal eine Nummer besser. Und ja. Jo, dann die Klinge. Sehr cool eigentlich. Ich mag diese Klingenform. Das heißt, die Lettermesser ist dann einfach so ein normales Messer. Ja, testen wir sie doch einfach mal. Ich habe damit schon ein paar Sachen geschnitten, aber noch nicht so viel. Muss ich das hier wieder festhalten, oder? Ja, das ist sehr nice. Wie ich finde. So, ja. Hä? Okay, dieses Papier ist irgendwie dreckig. Aber wie ihr seht, das schneidet das schon. Ich sage es hier einfach mal besser so. Also hier so.
oder halt nochmal. Ja, es ist auf jeden Fall nicht zu stumpf. Aber es kommt nicht ganz durchs Papier durch, komisch. Als ich es bekommen habe, da war es wirklich rasiermesserscharf, da ist das einfach so durchs Papier durchgegangen, wie durch Butter, aber wie ihr seht, schon ein sehr guter Schnitt eigentlich. Also gefällt mir, also das Messer war auch sehr günstig und hält natürlich auch viel aus, also ich glaube nicht, wenn das jetzt einmal runterfällt aus Versehen, ja, wird damit Probleme haben. Hier übrigens noch Gürtelclip. Wunderbar eigentlich. Ja. Das Messer gefällt mir. Bekommt einen Ehrenplatz in meiner Waffensammlung, Messersammlung, wie auch immer. Also ich mache jetzt nochmal einen kleinen Vergleichstest bei dem Papier mit dem Rainbow Messer. Das habe ich wirklich schon seit einem halben Jahr in Benutzung. Das habe ich, bevor ich mit YouTube angefangen habe, bekommen, und ich glaube, man sieht es ja auch, es ist nicht so ein glatter Schnitt wie bei Herbert. Ah, jetzt schneidet das Papier. Ja. Ja gut. Aber um Brot zu schneiden oder eine Tomate oder so etwas ähnliches, wird es auf jeden Fall reichen. Ich finde die zwei Messer sehr cool. Ja. Zu den beiden Messern findet ihr übrigens auch noch einen Link in der Videobeschreibung. Ja. Auf jeden Fall gefallen diese Messer mir sehr gut. Ja, kann man sehr gut benutzen. Beide sind übrigens mit einem Liner-Lock versehen, das bedeutet nach links drücken. Die Klingenklappen hier auch nach links drücken und die Klingenklappen hier halt. Springmesser und hier mit dem Daumenpin. Ja. So, also dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao mit V.